Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute wollen wir mal wieder was ganz Schnelles machen, denn ja, wir haben da so einen kleinen Favorite. Das ist ein Gurken-Dill-Relish. Das könnt ihr super gut zum Grillen nehmen, zum Dippen, also überall da, wo ihr auch normalerweise Dips oder irgendwelche Cremes verwendet. Also passt super gut zu gegrilltem Fleisch, zu Geflügel, auch zu Garnelen, total lecker. Das geht alles wunderbar. Wir nehmen dieses Relish tatsächlich für was ganz Besonderes. Davon werde ich euch auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen ein Filmchen einstellen. Das Ganze hat was mit dem großen goldenen M zu tun, wo ihr vielleicht oder eure Kinder gerne hingeht. Denn auch das kann man tatsächlich selbst machen und gesund machen. Wir haben da so ein kleines Geheimrezept, wo wir ja, im Prinzip eins zu eins das nachmachen können. Und dafür verwenden wir das Relish, was wir heute zusammen machen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen geht's los. Es ist auch ganz leicht gemacht, wie immer. Sehr einfaches Rezept, so wie ich das liebe, so wie ihr das liebt. Wir können nämlich unsere Zeit besser verbringen, als in der Küche zu stehen. Geht raus, genießt den goldenen Herbst und macht mal dieses Relish nach für euer nächstes Abendessen mit Freunden oder für euch selbst. Ihr braucht auch nur ein paar Zutaten, das sind nämlich schon alle. Und zwar braucht ihr 3 Stängel Dill, eine kleine Zwiebel oder eine halbe, je nachdem wie groß ihr die habt zu Hause. 250 Gramm Salatgurke, da macht ihr am besten diese Kerne raus, dann wird es besser, dann ist es nicht so flüssig hinterher. Wir haben eine Messerspitze Kurkuma, 5 Gramm Senfkörner, 1,5, also 1,5 Teelöffel Salz, 75 Gramm Apfelessig, 10 Gramm Speisestärke und 50 Gramm Zucker. Das war's. Und jetzt fangen wir einfach mal an, denn wir starten und fangen wir an und machen einfach mal den Dill klein, weil den brauchen wir hinterher schön klein dazu. Das heißt, diese 3 Stängelchen Dill. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das reduzieren, ihr könnt das ein bisschen mehr machen. Da könnt ihr gerne mit spielen. Wir haben das heute so, wie wir es halt gerne verwenden, wie wir es immer machen. Das heißt, so ist unsere Dillmenge. Das sind 3 Stängelchen von denen, die ihr so zu kaufen bekommt. So, das geht hinein und das wird 5 Sekunden auf der Stufe 5 erstmal zerkleinert. So. Das ist toll. Manchmal passiert es, dass Stiele nicht so gefasst werden von dem Messer, wenn die oben drauf liegen. Dann stellt das einfach noch mal kurz an. Könnt ihr auch ein bisschen mehr als Stufe 5 nehmen. Wichtig ist, dass wir jetzt den Dill schön klein haben. Der kommt erstmal aus dem Topf raus, denn der kommt später dazu. Das heißt, ich habe mir hier so ein Schüsselchen bereitgestellt und da kommt mein zerkleinerter Dill jetzt erstmal rein. So, das kommt zur Seite, das brauchen wir nicht mehr. Als nächstes machen wir die Zwiebel in den Mixtopf. Ihr wisst, wenn man die halbiert, dann geht es besser zu zerkleinern. Und das machen wir jetzt 2-3 Sekunden auf der Stufe 6. Wenn ihr euch nicht sicher seid mit der, wo sind wir denn hier gelandet? Wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Zeit, könnt ihr das auch gerne ohne Zeiteinstellung machen und hört einfach, was euer Thermomix da für Geräusche gibt. Man hört ja schnell, wann der leer dreht. Wir machen es jetzt einfach mal. Ja, ich würde jetzt die Stufe 5 bis 6 nehmen. Das ist eine tolle Stufe, um die Zwiebel so zu hacken, sage ich mal, dass man kleine Stücke bekommt. Zack, hat schon leer gedreht. Also man hört das ziemlich schnell. Und dann schaut ihr einfach, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Das müssen kleine Stücke sein. Ist auch nicht schlimm, wenn die nicht gleichmäßig sind. Lecker. Also hier haben wir zum Beispiel das so, sodass die schön zerkleinert sind. So ein paar Sekunden reichen dafür. Ne? Haben wir jetzt ganze 2 Sekunden für gebraucht.
Jetzt kommt die Gurke, also das sind so 250 Gramm, ohne, wie gesagt, diese Kerne kommen da rein. Und dann haben wir hier unsere Gewürze, also das sind die Senfkörner, das Salz und diese Messerspitze Kurkuma. Einfach mit in den Mixtopf geben. So, und das zerkleinern wir jetzt nochmal 5 Sekunden auf der Stufe 5, sodass die Gurke dann auch schön klein ist, denn dieses Relish besteht ja aus ganz vielen kleinen Stückchen. Da wird die Zwiebel auch nochmal mitgenommen, die wir gerade drin hatten. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Stärke mit dem Apfelessig verrühren. Das mache ich immer ganz gerne im Vorfeld schon mal, dass man das schon mal so ein bisschen vorgerührt hat. Das könnt ihr aber rein theoretisch auch in den Mixtopf geben. Tatsächlich habe ich es noch nie gemacht. Ich mache es immer im Vorfeld. Aber rein theoretisch müsste das ja auch so gehen. So, das Ganze ist jetzt schön klein nach 5 Sekunden. Schaut euch das an. So, ich hoffe, man konnte das jetzt gut sehen. Es ist genauso schön klein, wie man das haben will. Ich schiebe das mal ganz gerne noch mal ein bisschen runter, ne? Dass einfach alles schön am Boden ist und nicht so viel am Rand hängt. So, unser Stärkegemisch, also Essig mit der Stärkegemisch, kommt jetzt hier mit rein. Na, einfach mal alles raus. Und dann kommt noch der Zucker dazu. Den haben wir ja auch noch hier, ne? So, und jetzt muss das Ganze einmal schön kochen, damit die Stärke auch ihre bindende Funktion erfüllen kann. Und dafür nehmen wir 9 Minuten, 98 Grad und eine ganz kleine Umdrehungsstufe. Dann nehmen wir die Stufe 1. Hat noch was vergessen? Entschuldigung. Damit das Ganze schön abdampfen kann. Also eure Gurke hat vielleicht noch ein bisschen Wasser. Das ist schön, wenn das jetzt in den paar Minuten auch noch hochsteigen kann. Macht ihr einfach das Garkörbchen als Spritzschutz drauf. So, dann sehen wir uns aber gleich wieder. Ta-ta-ta-ta! So! Jetzt ist schon fertig. Das duftet wirklich köstlich. Hier wird jetzt noch unser Dill eingerührt. Also das könnt ihr entweder im Topf machen oder ihr gießt es andersrum. Also dass wir das jetzt dazu gießen, das finde ich praktisch, weil ich es im Schüsselchen lassen will. Denn wie gesagt, bei uns wird das noch was ganz anderes. Ihr könnt es aber auch super gut auf Vorrat machen. Das heißt, ihr könnt die Menge verdoppeln oder verdreifachen. Und ihr könnt es jetzt in Gläschen füllen, in Schraubgläschen. Das macht ihr wie mit der Marmelade. Das heißt, heiß einfüllen, Deckel zu und am besten auf den Kopf. Dann zieht sich das ja ran. Und dann ist das wirklich sehr lange haltbar. Ihr habt es am besten im Kühlschrank. So, jetzt füllen wir das um. Das ist jetzt noch flüssig. Das wird allerdings auch noch ein bisschen dickflüssiger, wenn das jetzt abgekühlt ist. Sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall habt ihr so mal was Außergewöhnliches, was vielleicht nicht jeder mitbringt, wenn ihr demnächst bei Freunden eingeladen seid oder wie gesagt selber genießen wollt. Ist einfach mal was anderes. Vielleicht habt ihr es ja schon ausprobiert und mögt es auch so sehr wie wir und habt wirklich mit so ein paar Zutaten euer Relish gezaubert. Also es ist wirklich echt herrlich. Ich finde, sowas kriegt man sonst immer nur im Restaurant und hier hat man es so einfach selbst hergestellt. So, jetzt verrühren wir den Dill noch, zack, und schon ist mein Gurkenrelish fertig. Und wie gesagt, was wir da draus machen, da könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, denn wie gesagt, was das jetzt hier mit McDonald's zu tun hat, das werde ich da lüften, das dauert nicht lange, weil wie gesagt, ich habe jetzt meinen Pott voll und werde das auch gerne weiterverarbeiten und werde euch in den nächsten Tagen, Wochen, also in den nächsten Videos, werde ich euch da auf dem Laufenden halten, wie auch ihr ganz leicht mit den Zutaten, die ihr wollt, euch den Geschmack nach Hause holt. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wiedersehen. Bitte bleibt bis dahin auf jeden Fall gesund. Ciao, eure Daniela.